Ja, herzlich willkommen zurück zum Be a Pro Modus beim Radsport Manager 2016. Ja, wir sind jetzt mittlerweile übers Wochenende bei einem zweiten Fahrer. Da unten sehen wir die Werte oder gehen wir auf Fahrerinfo. Wir haben einen zweiten Fahrer jetzt angefangen. Prado und Brambros heißt so wieder. Wir sehen hier die Stationen bisher, wir sind in der vierten Saison und fahren jetzt dabei FDJ. Und ja, haben bereits 40 Renntage, sind den Giro im Frühjahr gefahren, haben uns auch schon qualifiziert für die Tour de France, wie wir hier haben, den V für 15. Stufe 19 haben wir. Beim Fahrer muss man sagen, wir haben Zeitfahren ein bisschen zu viel, Hügel und Berg dafür zu wenig. Also wenn wir 75 Zeitfahren hätten, 74 und dafür die Punkte da verteilt hätten, wäre es wesentlich besser. Auch Regeneration haben wir ganz, ganz viel, aber Ausdauer und Zähigkeit haben wir nichts. Es ist ganz komisch, die Fahrerentwicklung. Wirklich sehr eigenartig. Ein bisschen zum Vergleich zum anderen Fahrer, den wir ja haben. Auch bei dem könnte ich weiterspielen jetzt einmal. Aber da haben wir 83 Berg, glaube ich, dafür Hügel nur 70. Ja. Auf jeden Fall, wir haben Stufe 19, wir können da noch was dazu bekommen. Ein bisschen werde ich das Ganze jetzt umstellen, und zwar werde ich jetzt, wenn ich stream oder Videos zeige, nur mehr eine bestimmte Rundfahrt zeigen. Eher so die Highlights der Saison. Und wir befinden uns jetzt da genau zwischen unseren Highlights, zwischen dem Giro, den wir schon gefahren sind, und der Vuelta, den wir noch fahren wollen. Und wir sehen es am Rennrhythmus, der ist nichts besonders gut, einfach weil wir jetzt nichts gefahren sind seit dem Giro. Die Fitness ist aber gut, die Frische und die Ermüdung, das geht auch noch alles. Und jetzt fahren wir mal die Österreich-Rundfahrt. Und ja, das ist jetzt das Ziel. 8 Etappen, anfangen tut schon mal mit einer ordentlichen Bergetappe. Auch wenn wir den Rhythmus nicht ganz haben, sollten wir vielleicht schon gut genug sein, dass wir halbwegs mithalten können. Wir können die Favoriten anschauen, da können wir ganz vorne dazu, also keine richtig guten Fahrer dabei. Ja, ich würde sagen, wir legen los und ihr könnt ja eure Meinungen dazu schreiben. Auch ob ich in Zukunft auch alle Flachetappen fahren soll, alle Zeitfahren selber fahren soll. Oder ob ich so wie jetzt bisher machen soll, dass ich eigentlich nur die Etappen fahre, die für mich von Interesse sind. Oder wenn es wirklich entscheidend ist. Auch die Hügeletappen und so, die vollen Rundfahrten. Aber wenn das Simulieren dann wegfällt, dann haben wir mehr Zeit für die Rennen. Ja, wir hoffen trotzdem, dass wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln können, weil wenn wir noch ein bisschen besser werden in Zukunft, dann haben wir vielleicht die Chance, mal eine Grotto zu gewinnen. Im Moment muss ich sagen, mit 79 Berg ist das richtig schwer. Auf die einwöchigen Rundfahrten sind wir wirklich gut aufgestellt mit dem Zeitfahren auch. Vor allem die, wo der Zeitfahren halt drinnen ist. Werden wir sehen. Aber Berg muss noch mehr kommen, weil so wird es schwer. Ja, und was es noch geben wird, ist die Videos dann auch auf YouTube. Und da kannst du es ja anschauen. Und wir sehen schon, das erste Mal schon abgestürzt. Beim Laden leider das altbekannte Radsportmanager-Problem. Da müssen wir durch. Wir haben ein Vertragsangebot von Lotto NL, aber ich will da jetzt einmal die Tour fertig fahren. So, probieren wir es noch einmal das Laden und hoffen, dass es nicht abstürzt. Ja, die Videos an sich sollten nicht zu lange werden, denke ich, also werden wir sehen, ob wir es dann bei größeren Rundfahrten sowieso, aber auch bei Österreich-Rundfahrt aufteilen oder mit Simulieren von einigen Etappen lösen, dass die Videos dann nicht zu lange sind. Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt. Und da sind wir. Heute werden nur Bergspezialisten eine Siegchance haben. Wir sind der Kapitän. Und haben die volle Unterstützung des Teams. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das Tempo wird am Beginn auf jeden Fall schnell sein, mit 4- bis 8-fach.
Hoffen. Nein, er beschützt uns, der Cardis beschützt uns. Aber auf der Etappe bis zu den letzten, sagen wir bis zur zweiten Bergwertung, da können wir auf jeden Fall schnell laufen lassen. Und mit FDJ haben wir eigentlich ein ganz gutes Team. Bei der anderen Karriere waren wir bei Cannondale schon in der zweiten Saison. Hier haben wir das ein bisschen anders gemacht. Wir sind zu Stölten gegangen, nachdem wir bei Tirol ein Jahr waren. Haben wir aber den Fahrer mit, als Jünger, den Fahrer gestartet. Tollhock. Oder Tollhock ist von, der hat bei der heurigen Tour de Suisse, also nicht im Spiel, sondern echt, hat er die Bergwertung gewonnen und bei uns sind gleich zwei Fahrer gestürzt. Ferreira und Cardis. Wir sind weggekommen, von Tirol ist Weiß gestürzt, falls er noch bei Tirol fährt. Ja, es ist Gosselin, der uns da beschützt. Auf jeden Fall wird das eine spannende Rundfahrt für uns. Wir wollen die Österreich-Rundfahrt das erste Mal gewinnen. Die Etappe hier ist uns noch nie wirklich gelegen gekommen. Wir haben auch minus 1, was beim Zeitfahren und Prolog jetzt der Ausschlag gibt und Ausdauer und Zähigkeit. Ausdauer und Zähigkeit sowieso was, was sehr stark immer betroffen ist. Bei schlechter Tagesverfassung, da kann schon mal passieren, dass man minus 10 hat, wenn man da minus 4 Tagesform hat. Da geht dann halt gar nichts. Ich habe zwar das ausgestellt mit der Form, aber keine Ahnung, es bleibt. Ja, was ich da jetzt wieder zeige, ist das Fahrerinfo-Feld, oder die Fahrerinfo-Option, da kann man sich Fahrer anzeigen lassen, den Fahrernamen. Mache ich jetzt aber nicht, ist aber nützlich, wenn man zum Beispiel auf die Jugendwertung oder Bergwertung fährt, damit man weiß, was die anderen machen. Ja, und wir sehen hier vorübergehende Bergwertung führt Tollhöck. Und wir können uns dann aber gerne anschauen, wie stark der bei dem Spiel schon mittlerweile geworden ist. Tollhöck sollte vielleicht bei einem holländischen Team fahren. Nein. Gute Frage, wo der fährt, ist jetzt schwer zu finden. Bei BC irgendwas. BCB. BCB da. Ne, nix da. Bora, na. Wird auch nicht passen. Synergy. Ja, keine Ahnung, wo der fährt, ganz ehrlich. Ich glaube, die Kürzel ändern sich nicht. Auch wenn der Sponsor wechselt. Da, Tollhöck, bei Baku. Cycling, Project, da fährt er. Das passt auch mit der Abkürzung. Ja, nicht so überragend jetzt. Konzentrieren wir uns auf uns selber, weil wir sind schon im letzten Berg und haben das jetzt ein bisschen verschlafen. Für lauter Schauen. Wir kommen da jetzt vor, holen die Gruppe ein. Die lassen jetzt einfach alles fahren, was da noch kann. Der Hardy, der soll uns, ne, der beschützt uns, das passt schon. Dann können wir selber Tempo machen. Also jetzt sind noch 10 Kilometer, da können wir jetzt durchaus auf, probieren wir es, 80% am Punktel fahren. So, und jetzt machen wir da Tempo. Hardy beschützt uns, solange er kann. Unaufhaltsam näher. Und dann ziehen wir da einfach da vorne. Jetzt, so. Ja, jetzt hat das Feld die Ausreißergruppe wieder eingeholt. Das Feld zieht sich aufgrund des wahnsinnigen Tempos mehr und mehr in die Länge. Die Fahrer erreichen jetzt die letzten 5 Kilometer dieser Etappe. Die Fahrer befinden sich jetzt in einem der anspruchsvolleren Abschnitte. Mit einer Steigung von über 10% geht es hier steil bergauf. Ups, das haben wir ein bisschen versammelt gerade. Was macht der für ein Reichenbach-Tempo, der HD? Nein, hör auf! Jawohl,
jetzt sind sie mitten im Sprint. Das war ganz schlecht gefahren. Die Zielankunft befindet sich direkt am Fuße der Abfahrt. Allerdings müssen die Fahrer. Das kann halt passieren. Jetzt hat unser Helfer hat jetzt das Tempo für einen anderen gemacht. Die Fahrer im hinteren Teil des Feldes. Wie stark ist der Hardy? Das Ziel zu erreichen. Es war 72 Berg. Ja, das ist jetzt aber halt schon eine Etappe, was eher für die Hügelfahrer ist, kann man fahren. Trotzdem hätten wir das gewinnen müssen. Schlechter Start, also ein bisschen Zeit verloren. Und falls Sie sie gerade verpasst haben, hier sind die Höhepunkte des Rennens. Zu viel simuliert. 34 Sekunden haben wir von Reichenbacher verloren. Miura, der ist bei uns gewesen. Aber wir haben halt auch nicht so den Rennrhythmus noch. Also, auf zur nächsten Etappe. Zur zweiten Etappe der Österreich-Rundfahrt. Auch das eine Bergetappe. Wenn wir so weitermachen, simulieren wir. Dauert's Laden vom Spiel länger als das Simulieren vom Rennen. Da gäbe es die Möglichkeit, das noch zusammenzuschneiden. Aber mal schauen. Ja, wir sind weiter Favorit. Reichenbach hat uns auf der letzten Etappe ordentlich geschlagen. Ist halt auch unnötig, dass wir so Tempo machen, so früh schon. Herzlich willkommen. Bergetappen sind besonders interessant zu beobachten. Es ist kein Zufall, dass die wichtigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Radsports immer im Gebirge entschieden worden sind. Ja, wir sehen das Etappenfinale, einfach schwarze Strecke am Schluss. Hinauf. Zum Kitzbühelhorn, glaube ich, ist das die Etappe, genau, Innsbruck-Kitzbühelhorn. Die hat's in sich, die hat's richtig in sich. Aber wir sind halt nur Dritter in der Gesamtwertung, nur Vierter. Zweiter in der Jugendwertung. Da müssen wir aufpassen, das Flache ist nicht so angenehm als für uns, schau das. Ordentlich Tempo drinnen gewesen. Haben wir dann auch gleich was verloren. So, wir sind Orica, die da Tempo machen für uns. Bach, da sehen wir, dann werden wir seine Position einnehmen. Dann machen wir es wieder ein bisschen schneller. Noch ist ein ganzes Stück ins Ziel. Haller. Wir wollen seine Begleiter abschütteln. Vorne. Wir können da aber auch einmal in die Tempoarbeit schicken. Vielleicht hilft das. Das ist ein bisschen schnell. So. Bauer beschützt uns jetzt. Schauen wir mal, so Ferreira macht er von Tempo. Sollte das Ganze dann im näher bringen. Die Ausreißer.
jetzt wirklich zum schlechtesten Zeitpunkt. Eine Reifenpanne. Der kann da auch Tempo machen, der wird uns nachher nichts mehr bringen. Und der auch, die können wir aber auf 75 einstellen. Dann kann der da aufhören. Ja, in Hartley werden wir am Schluss brauchen. Wir machen jetzt noch Tempo mit ordentlich Helfern, solange muss ich noch haben. Bringen uns jetzt hoffentlich näher ran. Schaut gut aus. 7 Minuten noch. Vorsprung schrumpft weiter. Oh je, ein Fahrer ist im Feld gestürzt. Schauen wir, dass wir uns da beim Reichenbach positionieren. Kann man sagen, es kam dabei kein weiterer Zufall. Der zu Beginn des Spielstandes hier bei. Ups, in der Spitzengruppe gibt es einen Vorstoß. Schwer jetzt vorzukommen, aber das wäre jetzt wichtig. So, dann lassen wir noch Tempo machen da. Dann haben wir keine Helfer mehr. HD und Verein. Wenn es in den Anstieg reingeht. Ein weiterer Vorstoß. Diesmal könnte er zum Erfolg führen. So. HD, dann kann der andere Tempo machen da. Das ist der Abschnitt mit über 10% Steigung. Steil bergauf, das kostet Kraft. Durch diese erneute Tempoverschärfung wird die Gruppe jetzt komplett auseinandergerissen. Es verbleiben nur noch 5 Kilometer. So, nur 6 Kilometer haben wir jetzt da. Wir müssen da aufpassen, dass wir da gutes Tempo jetzt haben. Ah, schön. So richtig stark sind wir nicht unterwegs, schon das. Schmerzverzerrte Gesichter am Ende des Feldes. Für viele Fahrer scheint das Tempo einfach zu hoch zu sein. Boah. Zurückgeblockt worden. So, nur 4 Kilometer jetzt da. Wir nutzen da mal das ganz steile, gehen da weg. Reichenbach einfach in Topform. Und Sebastian Reichenbach siegt. Das Traurige ist, wir haben einfach durch den fehlenden Rennrhythmus keine Chance, dass ihr da nichts probiert. Es war eine wirklich kräftezehrende Etappe. Aber am Ende die Kräfte nicht gut genug eingeteilt. Vielleicht bin ich zu aggressiv einfach. Wir haben die folgenden Höhepunkte für Sie ausgewählt. Ja, in der Gesamtwertung sehen wir es, wir sind nur Dritter, selbst Hardy, der uns die ganze Zeit beschützen muss, ist vor uns. Fehlt einfach die Form.
Ja. Also, ich werde jetzt die Etappe mal, die Sprintetappen simulieren. Komplett merkwürdige Österreich-Rundfahrt. Da passen die Etappen nicht so wirklich. Aber die Glockner-Etappe steht jetzt an. Mal schauen. Der Rhythmus ist zumindest jetzt gut, auch wenn er nicht ausgezeichnet ist. Ja, vielleicht können wir noch zumindest ein bisschen was gut machen. Wir werden sehen. Zumindest haben wir den ersten Platz in nur 25 Wertung. Wir sind weiterhin aber Kapitän. Bergwertung sind wir Dritter. Wir können schauen. Fahrerklassement. Sprintwertung sind wir auch Dritter. Bergwertung auch. Da fehlen aber schon viele Punkte, durch das, dass der Reichenbach da beide Etappen gewonnen hat. Und wir immer noch Dritter oder Vierter werden. Ja, also die Glockner-Etappe. Sehen Sie, da geht's rauf zur höchsten Kategorie und dann am Schluss noch einmal ein leichter Anstieg, wenn es ins Ziel geht. Aber ja. Und noch eins obendrauf. Ein weiterer Angriff aus der Spitzengruppe. So, eine schick mal Tempoarbeit machen. Was haben wir denn da? Goslin. Vielleicht können wir die. Gruppe da noch einmal ein bisschen näher holen, bevor es in den Anstieg geht. So, jetzt geht's in den Anstieg. Ferrier wird uns da Tempo machen, best mit 75%, und wir schauen, dass wir da gut mitkommen. Boah, ist da fast unmöglich, sich jetzt zu positionieren gerade. Na, er schafft es nicht vor. Aber wir können Hardy vorne einspannen. Das ist auf jeden Fall mit 75. Jetzt fallen wir selber wieder ab. Ganz toll. Ist das eine Hektik da? Es ist richtig steil und es ist so viel da los. Der Hardy kämpft da auch.
Das ist ja kein kleiner Hügel. Das ist ein großer Anstieg und er wird von vielen Fahrern gefürchtet. Die Steigungen sind enorm. Die halbe Distanz des Rennens haben die Fahrer hinter sich gebracht. Jetzt müssten eigentlich langsam die Mannschaftskapitäne kommen, um sich weiter nach vorne zu wagen. 5 Kilometer bis zur Bergwertung. Ich will jetzt einfach mal Tempo machen. Der Harry hilft uns, solange es geht. Wenn er nicht mehr kann, dann kann er da rausnehmen. Da kann uns jetzt einmal erst keiner folgen. Sind wir schon ganz vorn, ja. Schauen wir, ob wir es auch zur Bergwertung schaffen, Miro. Einer der Teamkapitäne fällt zurück. So, jetzt können wir rausnehmen. Die Bergwertung holen wir uns da. Reifenpanne bei einem Fahrer. Sehen jetzt Badiella rankommen. Wo ist Hardy? In welcher Gruppe? 1. Der wäre der Nächste, der rankommt. Das heißt, jetzt müssen wir nur warten, dass der kommt und uns nachher beschützen kann. Genau, da ist er. Das passt gut. Der soll Tempo machen auf 60% oder so, oder auf 70%. Ach, die anderen werden vielleicht noch einmal rankommen. Kommen wir zum letzten Drittel des Rennens. So, jetzt beginnt der Kampf gegen die Uhr. Ist jetzt wer von uns in F1? Ich glaube nicht. So, der Hardy kann rausnehmen. Hopp. Und wir attackieren. Die hängen jetzt nur drinnen und nix. Das sind die letzten 15 Kilometer. Einfach zu lang ins Ziel. Es bleiben noch 10 Kilometer. Ja, ist alles wieder da. Ich hab's probiert. Aber wirklich funktioniert das halt nicht. So, noch 5 Kilometer. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da. Ja, können wir reinfahren, glaube ich. Die Fahrer erreichen jetzt die letzten 5 Kilometer dieser Etappe.
Schauen wir, also nur 3 Kilometer. Da müssen wir jetzt einfach durchhalten. Ein bisschen Kraft haben wir noch. Nur 2 Kilometer. Das kann doch nicht wahr sein. Einer der Mannschaftskapitäne fällt zurück. Jawohl, jetzt sind sie mitten im Sprint. Das wird ein sehr, sehr schnelles Finale. Ja, und Reichenbach hat noch ein bisschen Kraft, zieht wieder an uns vorbei, gibt's doch nicht, oder? Einfach zu stark in Form für uns. Ja, wir haben halt fast keine Beschleunigung, 63 hat man sich gesehen. Wenn ich da probiere zu attackieren, komme ich nicht einmal weg. Okay, es wird zart. Wenn ich so schlecht bei Attacken bin. Brauche ich halt eine Zeit, wenn er lang ist. Tja, schade. Und nun zu den Highlights des Tages. Ah, der hat ordentlich verloren. Ist ja klar, wenn wir den so beansprucht haben. Das war vielleicht ein bisschen ungut. Aber gut, so haben wir zumindest einen Platz gut gemacht. Ziemlich gemein, oder? Also jetzt Etappe 5. Also Toursieg wird sich nicht ausgehen. Letzte Etappe, die da noch interessant ist, glaube ich. Danach ist es nur mehr flache Etappen. Aber gut. Da zählen wir nicht zu den Favoriten da am Hügel, aber da haben wir halt auch fast nichts. So richtig glücklich bin ich nicht mit unserem Fahrer noch von den Werten, wie gesagt, Berg und vor allem Beschleunigung, Ausdauer. Und das Ganze, da fehlt zu viel. Abwechslungsreich. Zähigkeit und Ausdauer, da haben wir viel zu wenig. Aber gut. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so in. Wir haben keinen Rennrhythmus gehabt jetzt vor der Rundfahrt. Oder zur Rundfahrt. Auch jetzt noch kaum einen, dadurch wird es schwer. Das ist ein früher Vorstoß. Besonders sinnvoll scheint mir das nicht zu sein, aufgrund der Distanz bis ins Ziel. Aber wenigstens zeigt er sich vorne. Okay, also. Schauen wir uns die Schlusssteigung an oder zu unterwegs. In der Bergwertung sind wir nur Zweiter. Berg, wir sehen es, 10 Punkte hinter Reichenbach. Also auch da wird es nichts werden, einfach weil er immer bei den Bergen nachher vorne dabei war. Aber gut. Haben wir jetzt keine großen Hoffnungen, glaube ich, mehr. Einfach nicht gut genug aus und die lässt zu schnell durchlaufen.
Also gut, gleich haben wir es geschafft. Gibt es keine Punkte für uns leider. Hier haben wir 75. Ja, ich hätte mich einfach jetzt zurücknehmen sollen und mich auf den letzten Anstieg konzentrieren und nicht selber probieren, auf der vorigen Etappe da nochmal Attacken zu fahren. Vor allem, wir hätten einen gehabt, der mich beschützt, den Hardy, und der hätte ja nicht rausgehen müssen. Unglück, in mehrerer Hinsicht gefahren. Aber gut. Vielleicht lernen wir ja was draus. Oder auch nicht. Der Gogel. Also noch 40 Kilometer. Erhöhen wir mal ein bisschen das Tempo. Mit unserer Helfer auch. Können wir die da rechtzeitig einholen? So passt. Also noch 16 Kilometer. Nun schiebt sich das Feld langsam wieder an die Spitze heran. Der Vorsprung wird kleiner. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. So, ein bisschen noch und dann geht's rein in den letzten Anstieg. Noch geht's da mal bergab. So, ich positioniere mich mal da hinten oder vorne. Dann schauen wir, dass wir da ordentlich reinfahren. Kleinen Berg. Mit 85, der wird nicht allzu lang sein. Wir sehen sie hier 5 Kilometer, wir sind noch nicht drinnen. Das Feld hat ihnen wirklich keine Chance gelassen. Bringen wir uns einmal nach vorne. Geht schon bergauf, ja, jetzt geht's langsam bergauf. So. Hardy ist wieder unser Mann. So. Aber die zwei müssen dann nicht mehr fahren. So. Und so. Und wir fahren da endlich fahren weg jetzt da. Und wir schauen, ob das funktioniert. Aber die anderen ziehen nochmal nach. Es war offensichtlich, dass durch dieses hohe Tempo einige Fahrer zurückfallen werden. Sie müssen einfach der hohen Geschwindigkeit Tribut zollen. Jetzt beginnt der Endspurt. Wer wird heute wohl als erster über die... Ah, geh! Vorne wird es hektischer. Ja, das war halt nicht unsere Ankunft. Und wieder hinter Reichenbach. Ne, wir waren weg, aber am Schluss halt, wir können halt nicht sprinten, nicht? Mit 60 und 63 Beschleunigung ist halt einfach viel zu wenig, wir sehen es da. Und hier noch einmal die wichtigsten Schlüsselszenen. Ja, leider. 209 Rückstand auf Miura haben wir genug. Also das nächste Mal, ich schaue auf Training, da ist glaube ich Kleinbein gestellt, da sollte man Beschleunigung dazu bekommen. Ja, Zähigkeit, Ausdauer, das sind alles Sachen, die jetzt wirklich wichtig werden. Was ich noch schauen will, ist einmal auf Österreich, was da so für Fahrer gibt, Österreicher. Land. Und vorn bei A wie Austria, da müsste irgendwo Ö sein. Österreich, suchen. Eigenschaften. Sprinter, Kitzbichler, Haller, Wachter, Schorn, Zügelfahrer, Zimmermann, Zeudel, Denifel, Schneeberger, Konrad, Großschattner, Breidler, Bergut, Prendl, Eibecker,
Gurgel Michael da. Naja, geht's ja. Können wir simulieren, die sechste Etappe. Ja. Noch eine Zeit fahren. Ob wir da 2 Minuten auf den Reichenbach auf 25 Kilometer rausfahren, ist halt fraglich. Aber mal schauen. Wir werden es probieren. Unsere letzte Chance hier noch einmal ranzukommen vorne. Auch wenn es für den Gesamtsieg nicht reichen wird. Wir sehen hier Mats Würz, Askren, Cataneo. Und wir sind die Favoriten. Jetzt haben wir auch einen guten Rhythmus und wieder abgestürzt, wie immer. Wenn das Spiel eines wirklich richtig gut kann, dann ist das Abstürzen. Aber das ist schon seit Jahren. Aber weiter. 3D-Rennen, so. Diesmal haben wir es ins Spiel geschafft. Jetzt müssen wir nur bis zum ganzen Schluss simulieren. Ja. Vandenberg, der erste Fahrer im Ziel. Bernhard Eisel. Bildet mal Schlusslicht. Aber die Abstände, ja. 2 Minuten wird wahrscheinlich schwer. Aber so klein sind die Abstände dann doch nicht. Bauer ist jetzt unterwegs von unserem Team. Eisel ans 51. Nur der Schwächste. Glaube ja nicht. Bei 40 Kilometer wäre es vielleicht möglich. Bei 20 oder 25 ist es wahrscheinlich zu wenig Vorsprung. Wenn eine Minute aufhören kann, wäre es schon gut. Jean Bauerkohl, Luxemburger. So, nehmen wir keiner von uns, jetzt der Cadiz, also der Bauer war schon, oder Cadiz jetzt das nächste. Naja, wir sehen die Abstände. Ah, der Gregor Mühlberger, als Achter. So, jetzt geht's mit unseren Fahrern los. Gosselin und das und will. Das und will. Die Abstände sind interessant, weil selbst Jack Bauer hat jetzt schon 2 Minuten oder fast 2 Minuten auf
Kaspar Askren, der als einer der Favoriten gilt. Die Frage ist halt nachher, können wir das toppen? Beziehungsweise wie viel verliert dann Reichenbach selber und wir kommen dann bald ran, zuerst noch Hardy. Aber wir haben das unser Erste. Richtmarke quasi. So, jetzt müssen wir es dann nur noch selber fahren. Bossmann 18. Mühlberger sehen wir gar nicht mehr. Keine Ahnung, warum das so schlecht gemacht ist in dem Spiel immer. Können wir uns ja anschauen, Mühlberger Fahrer bei Borag und 18, aber auch Eibecker fährt Mühlberger, was eigentlich ein super Hügelfahrer ist. Er hat gar nichts beim Hügel. Nur Zeitfahren. Ganz komisch. Meiner Meinung nach einer der Topfahrer, aber gut. Wir werden sehen, was in den nächsten Jahren aus ihm wird. Auch wenn das dem Spiel nicht so gut macht. Aber sehen wir, wie viele noch Starter sind, bevor Hardy drankommt. Noch 11 Starter. Wir schauen auf Asken. Die Top 20 haben jetzt alle über eine Minute Rückstand schon. Also dann nachher. Noch 4, 3, 2, 1. Und Hardy am Start. So. Hardy unterwegs und jetzt kommen dann auch wir. 4, 3, 2, 1. Und das immer. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir da mit genügend Prozent fahren. Schauen wir mal. Kasper, am Beginn war er gut. Unterwegs sind wir, wir wollen mit 70% starten. Starten wir 75, 70. Jetzt fahren wir 71%, schauen wir mal, was da geht. Ja, machen wir 69 draus. Wichtig ist die Kraft so einzuteilen, dass wir am Schluss noch genug haben. Ja, ist doch sehr lang. Machen wir 64 draus. Am Schluss können wir dann eh schneller. Und wir sehen aber die erste Zwischenzeit sind wir 5 Sekunden vorne. Mit dieser Zwischenzeit auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit. Interessant wird, wo Reichenbach sich da qualifizieren kann bei der ersten Zwischenzeit. Aber gut, wir sind am Beginn ein bisschen schnell angegangen, das wissen wir. So. Anstieg. Schauen wir, ob wir da jetzt was verloren haben oder nicht. Reichenbach sehen wir jetzt einmal nicht. Wo ist Reichenbach? Welches Team fährt denn da überhaupt? Ach. Müssen wir mal finden. Wir können auf Klassement schalten. Reichenbach da. Was hat der Zeit von überhaupt? 69, also ganz schlecht ist er nicht. Ergebnisse, na. Klassement. Gibt es da nicht irgendwo so Zwischensprints? Nein, ich sehe ihn jetzt nicht. Also ich kann dann anklicken, seht ihr das nicht? Na, kann ich nicht. Schade. Dann müssen wir uns auf uns selbst konzentrieren. Wir schalten nochmal zur zweiten Zwischenzeit. Und schalten da mal auf 66% jetzt da. Dann gehen wir auf 70, dann gehen wir auf 69, jawohl, 72. Auf jeden Fall noch genug Kraft für den Schluss jetzt da. Mit dieser Zwischenzeit liegt er nur ein paar Sekunden hinter dem Führenden. Wir Und sind wenn er seine immer noch Leistung vor beibehalten Askren, aber kann, hinter kann er auch Antonio Rundfunk machen und. und dieses Zeitfahren gewinnen. Aber wir sind noch immer super unterwegs. Also wir haben vielleicht ein bisschen was jetzt verloren. Da waren jetzt andere schnell unterwegs. Aber wir sind immer noch auf Kurs, denke ich.
Wir fahren auch mit 74% im Moment. So, jetzt müssen wir den Berg rauf, das kostet Kraft, da gehen wir lieber runter auf 68. Selbst das könnte so viel sein, 66, nein, bleiben wir auf 68. Es geht dann eh wieder in die Abfahrt, so 75, 76. So, und jetzt da noch rein ins Ziel und was haben wir? Erster! 30 Sekunden vor Askren und jetzt ist die Frage, wo kommt Reichenbach ins Ziel? Haben wir ihn irgendwo bei der Zwischenzeit gesehen? Ich glaube nicht. Und wir wissen, die Top 20 sind schon mal 1,21. Und wir haben 2,09 Rückstand in der Gesamtwertung. Noch 500 Meter für... Da kommt Reichenbach. Wo war er? 40 Sekunden hinten bei der letzten Zwischenzeit. Im Ziel 1,18. Wahnsinn, der fährt einen riesen Zeitspann. Ja, wir haben alles probiert noch einmal. Am Ende haben wir bei den Bergetappen zu viel verloren. Dort war einfach Reichenbach besser. Auch wenn wir den Abstand noch einmal reduzieren haben können. Ein Etappensieg bei der Österreich-Rundfahrt zumindest. Ja, auch da können wir nichts machen jetzt mehr. Wir sehen die Gesamtwertung. 7:02, 51 Sekunden am Ende hinten. Die Glockenetappe haben wir es einfach nicht gut gemacht auch. Aber wir haben es einfach gesehen, in Summe war er besser. Vielleicht hätte man es irgendwo probieren können, weniger zu attackieren, mehr versuchen einfach an ihm zu orientieren. Aber gut, ja. Vielleicht zu aktiv gefahren. Also das war's von der Österreich-Rundfahrt. Das nächste Highlight wird dann die Vuelta sein, zu der wir uns dann wiedersehen. Inzwischen müssen wir mal schauen, wo wir hingehen, beziehungsweise ob wir hier bleiben. Fahrerinfo, gibt's da Vertrag? Wir sehen hier die Angebote, die wir bisher haben. Lotto NL hat Omen, das wäre so also ein direkter Gegner. Das ist halt 83 Berg, wenn wir so viel hätten und Beschleunigung 74, dann wären wir halt auch gut. Und es fehlen uns genau die Sachen, wo der gut ist, nur der hat halt nicht Zeit fahren. Wäre vielleicht besser in Summe, schwer. Aber gut. Ja, das war's von mir, hoffe hat euch gefallen, auch wenn wir die Österreich-Rundfahrt nicht gewonnen haben. Dann... Bis zum nächsten Mal.